Guten Tag und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrote Edition mit mir, Dakra. Letztes Mal waren wir hier stehen geblieben. Wir haben das vierte Mitglied der Top 4 besiegt und jetzt müssen wir uns nur noch Gary stellen. Dann, oh, die Maus ist im Bild. Dann rück ich mal vor. Hallo! Auf diesen Moment warte ich schon lange, Dakra. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Dakra, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt! Das ist er also. Gary. Okay, Taubos wird in den Kampf geschickt. Oh, Taubos gegen Sam, das ist nicht gut. Vom Level her, ja, das sieht gut aus. Ich muss nochmal kurz Garys Team im Kopf durchgehen. Ich meine, Spritzer ist hier das sicherste. Wenn ich mich gerade nicht total vertue, dann sollte ich jetzt im nächsten im restlichen Kampf ohne Spritzer kein Problem haben. Denn ich will jedes Pokémon von ihm mit einem anderen Pokémon besiegen. Also alle seine 6 Pokémon mit meinen 6 Pokémon. Also Bisaflor macht zum Beispiel Pokémon 1, Spritzer macht Pokémon 2 und so weiter. Also jeder soll die gleiche Arbeit tun. Ich versuche das zu schaffen. Klappen wird es nicht. Die letzte Aufnahme ist schon lange her. Also nicht so lange. Oh, Volltreffer. Rizeros. Okay. Da, Samen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ein Pokémon in der Pokéliga schon besiegt wurde oder nicht. Ich hoffe doch nicht. Ich versuche ja einfach, ohne besiegt zu werden, durchzukommen. Gigasauger. Okay, das ist ein definitiver One-Hit. Ich hätte auch der Epic wegen einfach Fauna-Statue einsetzen können. Aber da war ich mir nicht so sicher. Kann daneben gehen. Ja. Überleben kann es jetzt nicht. Obwohl das anfangs meine Befürchtung war, aber ich habe nicht richtig nachgedacht. Okay. Simsala werde ich mit gut zu Vögeln aus dem Weg räumen. Risikotackle. Oh. Psychokinese. Das. Ich sag schon mal Tschüss, gut zu Vögeln. Oh. Okay. Den Kampf habe ich auch schon 2 Minuten aufgenommen gehabt, aber. Ja, die Zeit hat dann nicht mehr gereicht. Ich habe dann eben nochmal den Spielstand geladen. Kokowai. Ah, das werde ich mir gut zu Vögeln aus. Obwohl, Sucker kann das machen. Ja, genau, Sucker. Obwohl, die Psychoattacken von Kokowai könnten gefährlich sein, werden. Flügelschlag. Komm, sehr effektiver Angriff. Schlafpuder, oh. Da werde ich meine Pokéflöte benutzen. Okay. La 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 la. Beim Erklingen der Flöte wacht das Pokémon auf. Eierbombe. Boah, du hast aber Eier. Flügelschlag und besiege das Kokowai. Okay. Level up. Garados. Ah, da würde Garados passen. Dich brauche ich. Okay, du. Los, langes Ding.
Das wirst du schaffen. Da bin ich mir sicher. Denn für Glurak brauche ich dann einen harten. Oh, Bedroher. Okay, das wird nichts mit langes Ding. Hier in diesem Kampf bringt langes Ding nicht viel. Okay. Okay, Drachenwut. Egal, das gibt mir die Chance aufzuheilen und mal mit einer anderen Attacke den Angriff zu testen. Ob jetzt zum Beispiel Stärke viel mehr Schaden macht. Aber ich teste es lieber mit Säure. Genau, hier bringt Säure sogar mehr, weil Säure kann die gegnerische Verteidigung senken. In dem Fall wäre es sogar angebracht, ja. Wow. Okay, ich bin auf einen Verteidigungsdrop angewiesen. Oh, oder Volltreffer, ja. Obwohl, ja, dann wird er jetzt auffallen. Noch eine Säure. Pff, dass er andauernd Drachenwut einsetzt. Warum denn nicht Hydropumpe? Werde doch viel mehr bringen. Ah, genau. Er halt jetzt auf. Ich glaube, ich habe etwas zu viele Heil-Items gekauft. So viele habe ich gar nicht gebraucht. Ja, ich habe auch viel zu gut trainiert, muss ich sagen. Hätte ich der Spannung wegen im Nachhinein nicht so getan. Okay. Nochmal Säure. Und senkt die Verteidigung. Das ist ja... Oh. Ich hoffe, das wird nicht ausreichen. Oh Gott. Das war knapp. Mhm. Fuchtler. Ah, oh, Schwuchtler. Oh Mann. Okay, jetzt ist er wie bei Wutanfall in Fuchtler gefangen. Er muss jetzt die Attacke 2 bis 3 Runden lang einsetzen. Und er könnte sich verwirren. Ah, genau, das ist sehr gut, sehr gut. Dann werde ich jetzt lieber nochmal heilen. Nicht, dass jetzt eine Hydropumpe reinkommt und mich dann einfach so ausnockt. Das wäre ja nicht in meinem Sinne. Okay, schade dir selber. Schade. Aber ich liebe die Animation von Hydropumpe. Oh, das hat viel abgezogen. Ach, zur Sicherheit. Dann werde ich auch mal die ganzen YouTube-Tränke, wollte ich schon sagen. Die Hypertränke werde ich dann endlich mal los. Okay. Oh, noch eine Top-Genesung. Na toll, das zieht's ja gar nicht in die Länge. Dieser Part wird wohl länger. Allein wegen dem Kampf und wegen dem, was folgen wird. Ein ganz kurzer Frame-Einbruch. Und die Verteidigung ist, wurde gesenkt. Das ist ja was Tolles. Okay, Drachenwut. Mhm. Ich meine, er hat jetzt schon 4-mal Hydropumpe eingesetzt. Das heißt, er kann es noch einmal machen. Kommt noch eine Drachenwut rein. Okay, die ist ja nicht schlimm. Dann nochmal Säure. Obwohl, ich greife jetzt lieber mit Stärke an. Die Verteidigung wird hier eh nicht mehr richtig gesenkt. Selbst wenn, würde es mir nicht bringen. Nicht viel zumindest. Denn, ja, er hat sowieso wenig KP. Ich hoffe, ach, Mist. Ich habe gehofft, dass er nicht aufheilt. Oh.
Der Volltreffer ist gut. Denn Volltreffer missachten die eigenen Angriffssenkungen und missachten die gegnerischen Verteidigungssteigungen. Genau. Also die werden perfekt ausgelegt. Okay, noch ein Fuchtler. Okay, ich hoffe, die Stärke wird jetzt nicht ausreichen, oder? Nee. Okay, wenn er sich jetzt selber besiegen würde, wäre das episch. Noch eine Top-Genesung. Okay, das ist ja... Langsam übertreibt Gary. Nicht, dass jetzt eine Hydro-Pumpe reinkommt, die ungefähr 71 KP abzieht. Okay, bis seine vierte Attacke. Ach, lieber mit Säure, wenn er schon unendlich viele Top-Genesungen raushaut. Dann muss ich die Verteidigung senken. Obwohl, Fuchtler, das ist sehr gut. Ja. Dann ist er eventuell gezwungen, mehrere Runden lang das einzusetzen. Ach Mist, ich habe auf eine dritte Runde gehofft. Vielleicht setzt das jetzt nochmal ein, das wäre ja wundervoll. Okay, Top-Trank. Ja, was er mit den Tränken kann, kann ich auch. Okay. Jetzt ein Volltreffer wäre cool. Oder wenn er sich jetzt selber tötet. Nein. Ah ja, Fuchtler. Das heißt, er kann nicht mehr wechseln oder er kann keine Items mehr einsetzen. Okay, beenden mit Säure. Gaudus. Okay. Los, einen harten. Ich zähle auf dich. Du wirst dieses Glurak doch besiegen. Und schaut euch mal den Level an. Das ist doch mal was Cooles. Okay, bitte triff mit Steinhagel. Den Hitzekoller habe ich hier zwar nicht gebraucht, oder? Habe ich den gebraucht? Aber auf jeden Fall wird er noch nützlich. Los. Oh Gott, ich bin schneller. Aber ich habe nicht getroffen. Scheiße. Und der Feuersturm wird mich jetzt, ja, besiegen. Nicht? Oh. Daneben, Nee, scheiße. Nicht, dass jetzt etwas wie Flügelschlag kommt. Ach, ich hoffe, dass jetzt ein Feuersturm kommt und der geht daneben. Denn ich bezweifle, dass Steinhagel für einen Kill ausreicht. Ah, Schlitzer, Mann. Beim Aufnehmen davor hat es nicht gereicht. Oh Mann. Ja! Ja! Ah, wie geil! Auf Nummer sicher. Er heilt nicht, wie geil! Ja! Und gewonnen. Ohne hier einen Pokémon zu verlieren. Ich weiß nicht, wie es davor war. Müsste ich nochmal anschauen. Die Parts. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden. Das ist nicht fair. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Darkrai. Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Bisasam auf den Weg gemacht hast. Darkrai. Du bist schon viel erfahrener. Gary, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Gary, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinen Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden.
Dagra, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich. Dagra, folge mir. Und Gary ist da alleine und heult bestimmt. Herzlichen Glückwunsch, Dagra. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Oh, die Musik ist schön. Eine andere Version von Alabastia, oder? Zusätzlich werden hier alle ihre Pokémon geehrt. Dagra, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Dagra, du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Denn er ziemlich oft meinen Namen, fällt mir auf. Jetzt werden die Pokémon geheilt und im System gespeichert. Speichervorgang. Gerät nicht ausschalten. La 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 la. Samen. Gut zu Vögeln. Nen harten. Spritzer. Sucker. Langes Ding. Das ist mein Team, meine Armee. Und das bin ich. Auch wenn ich keine blauen Augen habe. Naja. Ja, die Spielzeit ist eben, ja, ziemlich weit oben. Ja, wegen dem ganzen Gespiele. Die ID-Nummer. Kann es sein, dass ich die schon mal hatte? Okay, da gerade der Zukunft, der du den Part anschaust, schreib dir die Nummer auf und guck doch bitte nach. Entweder Feuerrot oder Smaragd war es, ich weiß nicht mehr. Okay, dann drücke ich den A-Knopf und die Credits beginnen. Und ich schalte mich mal ab. Obwohl, was heißt abschalten? Nee. Eigentlich finde ich das nicht gut, wenn man das in den Credits macht. Ja, der Junichi Masuda. Ein toller Mann. Er hat viel für dieses Spiel gemacht. Kensugi Mori, ja, der Art Director. Den sollte man auch kennen als Pokémon-Fan. Der macht ja die ganzen Artworks von den Pokémon. Da sieht man die Programmierer. Die Helden des Spiels sozusagen. Mhm. Die Grafikdesigner. Ach so, Sugimori ist auch einer. Dass dieser Masuda die Musik macht, wusste ich gar nicht. Goichi Nose. Der Name ist irgendwie komisch. Lurak. Mit einer epischen Bewegung. Ja, was soll ich so zum Spiel sagen? Das Spiel? Es ist ja eigentlich ein tolles Spiel. Satoshi Tajiri, der Erfinder von Pokémon. Ja, es ist mit einer der besten Pokémon-Spiele, muss ich sagen. Die Grafik ist zwar jetzt nicht so aktuell, aber das ändert ja nichts am tollen Spiel. Hm. Wird eigentlich nur noch von Schwarz und Weiß getoppt. Ich bin schon sehr gespannt auf Schwarz und Weiß 2. Werde ich natürlich auch Let's Playen, direkt am Release. Wenn es denn damit klappt. Auch eine epische Pose von Bisaflor. Ja, der Held rennt hier durch alle Teile der Welt von Kanto. Dieser Super Mario Club, was ist das eigentlich? Hm, müsste ich mal nachgucken. Die speziellen Danksagungen, die besonderen Danksagungen, besser gesagt. Das kommt ja auch noch. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Das mit den Brei-Codes, also der Blindenschrift. Das gibt's ja auch in diesem Spiel. Das kommt alles nach der Liga. Ja, der größte Teil des Spieles ist vorbei. Also, ich bin jetzt ungefähr bei 105 Parts, müsste das jetzt sein. Oh, die epische Pose von Turtok.
Ach ja, Turtok. Mein erstes Pokémon. Ja, der große Teil des Spiels ist vorbei. Ich bin ungefähr bei... Satoru Iwata. Der ist auch cool. Ich bin ungefähr bei 105 Parts und ich denke, es werden 150 bis zum Ende des Spiels. Kann mich auch verschätzen, kann mehr, kann weniger sein, obwohl ich eher weniger erwarte. Da sind die deutschen Übersetzer Daniel Schäfers und Mickey Auer, wenn ich das gerade noch schnell lesen konnte. Was mir auffällt, Nintendo-Spiele werden immer besonders gut übersetzt. Erkan Kasap. Klingt wie ein Türke. Und eine epische Pose von Pikachu. La 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 la. Die Blindenunion hat ja auch was gemacht. Okay. Interessant. Und da rennt er nach Hause, der Held. Ja, das ist das Ende des Spieles, der Hauptstory. Ja, nach der Liga kommen ja noch einige Sachen. Die werde ich dann natürlich auch noch zeigen. Also ich werde das alles komplett machen, das Spiel. Ich hoffe, das ist mir möglich. Oh. Ist automatisch weitergegangen. Ja, okay, dann lasse ich nochmal das Intro laufen, während ich laber. Ja, dann werde ich direkt im nächsten Part weitermachen. Mit dem Ganzen. Oh, der Part dauert schon in 5 Sekunden 22 Minuten. Ja, okay. Dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Und im nächsten Part sehen wir uns wieder. Tschüss.